Herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin die Miri und wir sind zurück bei Kaiser Bartolomeo II. Von Italien, der 29 Jahre alt ist und soeben auf den Thron gekommen ist, denn sein Großvater, der vorherige Kaiser, ist gestorben im hohen Alter von 76 Jahren. Gerade während wir hier im Krieg noch sind mit Nikea, ist das passiert. Naja, gut. Also, dieser Krieg muss natürlich jetzt fortgeführt werden, aber wir schauen uns jetzt trotzdem erstmal unseren Herrscher an, wie der so tickt. Kaiser Bartolomeo von Italien, wie gesagt, noch ein junger Mann, ist erstmal robust und wohlgestaltet, also durchaus ein starker und gut aussehender Mann. Er war auch schon mal auf einer Pilgerreise, wie sich das für einen guten Christen gehört sozusagen. Und er hat es auch, wie man hier sieht. Also er war natürlich auf der Pilgerreise, steht hier, kann auch nicht so lange her sein. Er hat eine theatralische Pilgerreise hinter sich gebracht und dabei nämlich dafür gesorgt, dass auch wirklich alle Welt sieht, wie fromm er ist. Denn das passt auch ganz gut zu seinem Charakter. Er ist zynisch. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese Pilgerreise so zu verstehen, dass er versucht, den Schein zu wahren. Denn selber hat das jetzt mit dem Glauben nicht so am Hut, denke ich. Natürlich fühlt er sich irgendwo an den Gerardismus gebunden, aber ja, ich glaube, er ist jetzt nicht so der gottesfürchtige Mensch und glaubt vor allem an den Eigensinn anderer Menschen. Also glaubt nicht, dass in allem, was passiert, gleich eine göttliche Hand drin ist. Das könnte man dann mal vielleicht mal so interpretieren. Außerdem ist er ein gerechter Herrscher und ich finde, das passt eigentlich auch ganz gut zusammen, dass er eben nicht nach irgendwelchen höheren Prinzipien unbedingt urteilt, sondern eben nach seinem eigenen Gerechtigkeitssinn, der natürlich schon durch das Christentum geprägt sein wird, aber ja, dass er eben nicht gleich an irgendwelche übersinnlichen Dinge glaubt. Und er ist zufrieden. Das ist ja auch eine verbreitete Eigenschaft unter den Unruhrringern der letzten Jahrhunderte. Naja, sagen wir mal 100 Jahre, da kam das schon ein bisschen häufiger vor, dass ein Herrscher zufrieden ist. Wobei ich bei ihm denke, dass er nicht ganz so träge ist wie andere. Er ist zufrieden, so wie es ist. Er hat ja auch ein großes Reich bekommen. Da insofern, ja, es ist halt nicht so, dass er unbedingt nach mehr strebt. Aber es ist auch nicht so, dass er sich komplett auf der faulen Haut ausruhen wird. Denn als gerechter Herrscher wird er natürlich dafür sorgen, dass hier Recht und Ordnung herrscht. Wie genau sich das dann gestaltet, werden wir sehen. Also er wird natürlich, wenn er von Verbrechen hört, wird er versuchen, das angemessen zu bestrafen. Das heißt aber auch, dass er jetzt nicht ja, Leute hintergeht. Und das ist so ein bisschen schwierig, weil er hat eine entsprechende Ausbildung Richtung Ränkespiel. Also er hätte das Handwerkszeug dazu, könnte man so sagen. Aber er ist jetzt nicht der große Intrigenspinner. Ja. So viel zu ihm. Er ist auch nicht ganz so begabt wie seine Vorgänger, denn er hat leider nicht die Intelligenz von ihnen geerbt. Schade, aber immerhin ein bisschen was. Also die Werte sind ja jetzt nicht direkt schlecht. Naja gut, hier Diplomatie und Kriegsführung zählen schon als schlecht. Müssen wir mal schauen, wie wir das hinbekommen. Ja. Er ist verheiratet mit Petronia von Italien. Sie ist die Tochter des Ratspredigers von Sizilien, dem recht viel gehört. Also das ist durchaus ein mächtiger Mann. Hier Capua gehört ihm und Kalabrien. Und sie ist ungefähr 20 Jahre, sie ist 20 Jahre älter als er. Das ist natürlich schon mal so eine Sache. Sie war auch wohl vorher schon mal verheiratet. Und zwar mit irgendjemand sehr Unwichtigen. Und dann hat er sie geheiratet. Das kann wieder nur irgend so eine komische arrangierte Sache sein. Immerhin hat sie ihm noch zwei Kinder geboren, also die Erbfolge ist schon mal halbwegs gesichert. Aber natürlich ist es so schon so eine Sache mit einer 20 Jahre älteren Frau. Also da muss ich auch sagen, dass das Spiel ein bisschen komisch, also gerade in diese Richtung. Das ist eigentlich, glaube ich, nicht vorgekommen, dass ein Herrscher eine 20 Jahre ältere Frau geheiratet hat. Also gerade ein Herrscher, der ein Nachkommen braucht. Oder sagen wir mal, der Sohn eines Herrschers, wo klar ist, der wird wahrscheinlich den Titel irgendwann erben, der hat doch keine 20 Jahre ältere Frau geheiratet. Das ist sicherlich auch vorgekommen, aber sicherlich nicht
diesen Kreisen, also in Kaufleutenkreisen war das vielleicht nochmal was anderes. Da hat man sich vielleicht extra eine ältere reiche Witwe, deren Erbe man dann antreten konnte, genommen. Aber ja, also im Adelskreisen äußerst, äußerst ungewöhnlich, finde ich. Ja, es heißt aber auch, von ihr werden wir keine weiteren Nachkommen ja, erwarten können. Ist aber, glaube ich, nicht ganz so schlimm, denn wie ich festgestellt habe, ist er auch meisterhaft kokett. Also denke ich, dass er auch durchaus Affären nicht abgeneigt ist und vielleicht versuchen wird, die ein oder andere zu bezirzen. Und hier sehe ich, was hat er denn hier für einen Hofarzt? Den müssen wir erstmal entlassen. Und dann hätten wir jetzt den, der vorher bei unserem Großvater tätig war. Das gefällt uns schon ein bisschen besser. Der hat ein bisschen mehr auf dem Kasten. So. Gibt es denn zufällig hier gerade irgendwie eine schöne Frau oder so? Na, unsere Cousine, aber das ist irgendwie nicht so richtig passend, oder? Zwei Cousinen von mir sind hier. Oh, eine wunderschöne Frau. Würde er sowas machen? Kann er das überhaupt machen? Er kann sie nicht verführen. Ihr seid Familie und Sophia Unruhringer ist zu jung, um euch als irgendetwas anderes zu betrachten. Was ist denn das für eine Aussage? Also bei ihr geht's. Sie ist 24 und da würde das funktionieren, ja? Na, ich weiß nicht. Ganz viele Cousins von mir, die hier irgendwie am Hof sind. Mündel, das ist meine Tochter. Da kümmern wir uns gleich drum. Also ich sehe jetzt auf Anhieb nicht am Hof zumindest nicht so viele. Sie ist auch schon ein bisschen älter. Niemand, der sich jetzt hier direkt aufdrängen würde. Da kümmern wir uns später mal drum. So, unsere Tochter. Hier ist 7 Jahre alt, ein Zwerg, aber intelligent, kerngesund. Schöne Sache. Trotzdem, wir brauchen für sie natürlich einen Fokus. Den werden wir jetzt erstmal auswürfeln. Wir würfeln bei ihr zwischen Bildung und Diplomatie. Bildung ist 1 bis 3 und Diplomatie 4 bis 6. Und ich würfle eine 3. Wir bleiben bei der Bildung. Okay. Dann schauen wir doch mal, wen wir unter unseren Vasallen haben, der eine ganz gute Bildung hat. Der wäre zum Beispiel der König von Großmähren. Dem werden wir erstmal unsere Tochter als Mündel anbieten. Ach so, das ist wieder die alte Geschichte. Ich muss erst den Vormund entfernen. Und dann kann ich ihm das Mündel anbieten. Nein, nicht meine Cousine. Giudita. Die macht das. So. Dann haben wir noch einen Sohn. Der ist intelligent und kerngesund und kein Zwerg. Der ist aber auch erst 4, da können wir noch nichts auswürfeln. Insofern, ja, hätten wir das erstmal. Und dann haben wir eine weitere Sache. Wir haben ja jetzt ein bisschen zu viele Herzogtümer. Nämlich dadurch, dass wir das Herzogtum Lombardei und Genua geerbt haben und ja vorher schon Istrien von unserem Vater geerbt hatten, der ja an der Pest gestorben ist, nur zu eurer Erinnerung. Deswegen haben wir einen zu viel. Und ich glaube, ich werde Istrien an unseren nächsten Bruder geben, Alberto. Auch ein gut aussehender Mann, sogar besser aussehend als wir, robust und sogar ein bisschen schlau. Allerdings sieht man das in seinen Werten jetzt nicht unbedingt so. Auf jeden Fall möchten wir ihm diesen Titel geben. Der ist da schließlich genauso groß geworden wie wir. Das ist, glaube ich, ganz passend dafür, dass er ihm das übergibt. So. Damit hätten wir die Geschichte schon mal. Dann Lebenswandel ist, denke ich, ganz klar. Wir werden uns Richtung Verführer bewegen. Okay, er selber hatte jetzt den Folterer gewählt, aber das ist ja noch nicht unbedingt gerecht. Wir gehen Richtung Versuchung und werden versuchen, möglichst viele Frauen zu bezirzen. Ritter einladen ist immer eine gute Idee. Wir können gar nicht so viel machen.
Und wir müssen unseren Rat noch besetzen, auch sehr wichtig. Also erstmal müssen wir einen Ratsprediger finden. Da werde ich. Achso, der bedenkt gerade schon einen Vorschlag, okay. Da werde ich den König von Großmähren reinsetzen. Das ist ganz gut. König Michel von Kroatien könnte hier den Ratskanzler machen. Ratsverwalter wird König Ehrenfried. Ratsmarschall werden wir den König von Thessaloniki einsetzen. Und den Ratsspitzel macht der König von Aquitanien, der uns gar nicht leiden kann. Müssen wir ihm erstmal ein bisschen Geld schicken. So. Das sieht schon besser aus. Ja, gefährliche Fraktion zeigt uns natürlich jetzt an. Wir warten mal einen Augenblick, bis der Monat vorbeigetickt ist. Oh, ist er schon? Oha! Okay, Moment. Ritter eingetroffen. Den rekrutieren wir erstmal. Das ist jetzt hochinteressant. Wir haben eine Unabhängigkeitsfraktion, die nicht zu unterschätzen ist. Das mache ich nicht nochmal, dass ich das unterschätze. Gut, Moment. Ich schicke jetzt erstmal hier einen zum Belagern hin. Die wollen das da oben zurückholen. Dann würde ich sagen, dann marschieren wir denen mal ein bisschen entgegen mit unserer einen Truppe. Warum kostet uns das jetzt hier Bewegungspunkte? Das kann doch eigentlich nur falsch sein. Wo ist die Fraktion? Hier. Können wir den einen oder anderen davon glücklich machen? Das reicht nicht. Der König von Thessaloniki, das reicht auch nicht. Oh, das wird hart, Leute. Wir werden erstmal versuchen, ein paar Geheimnisse rauszukriegen. Und parallel dazu fangen wir. Werde ich jetzt hier das abbrechen? Meinung direkter Vasallen würde steigen. Oh, das ist echt hart, Leute. Wie kann ich die jetzt hier rauskriegen? Und wen kriege ich raus vor allem? Das sind halt immer nur so 20 Meinungen. Das hilft uns nicht so richtig. Da hat unser Vorgänger schon mehr hinbekommen. 157% ist heftig. Das sind nur 20 Meinungen. Was können wir tun? Was ist denn sein Problem eigentlich? Kurze Herrschaft überwiegend, würde ich sagen. Na, wir sind natürlich noch nicht so sagenumwoben wie unser Vorfahr. Tja, da er der mächtigste von denen ist, mit Abstand, würde ich mal sagen, wir werden ihn beeinflussen. In der Hoffnung, dass es noch was wirkt. Wir werden ihm schon mal ein Geschenk schicken. Und dann müssen wir hier einen Blick drauf haben. Existierende Fraktion minus 15. Ich kann nur vermuten, dass es daran liegt, dass wir hier gerade einen Krieg führen. Den sollten wir also schnell beenden. Sonst haben wir hier gleich die nächste Mörderrevolte. So, die kommen uns entgegen, ja? Mit Schlachten kann ich nicht mehr viel reißen, außer dass ich sie halt daran hindere, mich zu nerven. Da haben wir keinen Anführer mehr drin. Hätte aber gern einen Belagerer hier, der sich dann mal. Warum verliere ich hier Leute? Das ist doch mein Territorium hier. Oder liegt es daran. Nee, das kann doch nicht daran liegen, dass sie Konstantinopel haben. Das ist doch Quatsch, Leute. Warum verliere ich denn jetzt hier Leute?
Das ist doch Blödsinn. Das darf eigentlich nicht passieren. Okay, die hauen schon wieder ab. Mein Höfling soll ermordet werden. Der trägt seltsame Klamotten. Gut, werfen wir erstmal ins Gefängnis. Habe ich irgendwelche Geheimnisse? Nein. Prinz Theodoro behauptet, dass er von der außerehelichen Affäre meiner engeren Verwandtschaft Bescheid weiß und würde das für Gold uns geben. Na gut, dann. Herzog Tarkan hat irgendwie eine Affäre, okay. Ja, also schwächer sind sie nicht geworden, ne? Und diese Fraktion ist halt auch schon kurz davor, hier Ärger zu machen. Ah, da bin ich auch nur ganz nah, ganz knapp dran. Tja. Schnell den Krieg beenden, würde ich mal sagen. Die haben sich hier hinten irgendwie aufgeteilt, ne? Die würde ich nicht erwischen. Aber die hier schon. Mit etwas Glück zumindest. Schon komisch, dass wir jetzt auf einmal hier im Grenzgebiet überall Leute verlieren sollen. Ich kann mir nur vorstellen, dass das irgendwas mit der Erbschaft jetzt zu tun hat, was natürlich ein bisschen eigenartig ist, aber hat er wohl verpeilt, dass das jetzt mein Gebiet ist. Sehr ärgerlich. Ja, das scheint ganz gut zu laufen. Okay. Ich hatte eigentlich auf etwas Handfesteres gehofft. Unser Ruhm ist weithin bekannt. Sehr schön, erhaben sind wir jetzt. 2 Monaten geht's hier los, Leute. Das wird echt hart. Oh mein Gott. Ich glaube, das wird eine richtig heftige Fraktion in 2 Monaten. Und ich kann es nicht verhindern. Also ihr seht's, ich habe keine Chance. Sie gehen erst raus, wenn sie eine Meinung von 80 von mir haben. Und die haben wir nicht. Da weiß ich noch nicht so richtig, wie ich das organisieren soll. Jawohl. Der Krieg ist schon mal durch. Forderungen erzwingen. Gut. Wenigstens dieses Problem haben wir schon mal gelöst. Alle auflösen. Jetzt haben wir ein paar Leute, also ein paar ist gut, ein paar Burgen zu viel. Das sind natürlich diese Herzogtümer, die übernehmen wir natürlich auch gleich mal. Diese beiden. So. Und unser Vater hatte ja, also unser Großvater hatte diesen Krieg ja begonnen, um seinen einen Sohn noch zu bedenken, den er irgendwie verpeilt hatte. Und das werden wir jetzt mal nachträglich tun. Also er bekommt jetzt hier mindestens mal ein Herzogtum davon. Ich würde sagen, wir fangen hier mit Anatolien an. Das bekommt er. So. Damit ist er ein durchaus mächtiger Mann. Und dann haben wir ja vielleicht noch einen Bruder, der den anderen Teil nehmen könnte. Manfredo hier. Dem vergeben wir das andere Herzogtum. So. Königreich Anatolien können wir übernehmen. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Hat sich jetzt hier irgendwas geändert? Sind noch mehr Leute mit reingegangen. Oh, oh.
Geschenke. Mehr Geschenke bringt's, glaube ich, nicht mehr, ne? Ach, den vorhandenen. Es wird überschreiben, okay. Na, das hilft uns ja nicht so sehr. Tja, ich glaube, es bringt jetzt auch nichts, noch ein Festmahl. Geht eh nicht. Ich habe keine Festmahlmöglichkeiten hier. Ich denke, ich werde mal unseren Onkel hier erstmal zum König machen. So war es ja auch ursprünglich geplant. Er sollte der König von Anatolien werden. Dann kann der sich nämlich hier hinten verlustieren. Dann frage ich mich natürlich, vielleicht kann ich schon noch was machen, um hier Leute glücklicher zu machen, beziehungsweise diese Fraktion etwas aufzuräumen. Und zwar, indem ich Königreichstitel vergebe, die ich bisher selber gehalten habe. Wir haben ja hier zum Beispiel drin den König von Andalusien, gut, das hilft mir nicht. Kastilien, Philippopolis hilft mir auch nicht so richtig, wenn ich das mache. Aber Nitra ist wieder dabei. Was? Schottland ist auch dabei. Das ist ja die Höhe. Galizien, das sind ganz viele Königreiche. Eigentlich alle Königreiche. Nordgau, die machen auch immer Ärger. Lusatia, wo ist das eigentlich? Ach, da oben. Okay. Aha. Und Niederschlesien ist wieder dabei. Transkarpatien, Levedia, Transsilvanien. Also es sind einige aus Ungarn dabei. Ich überlege, ob ich das Königreich Ungarn nicht doch nochmal abgebe. Wer ist denn hier mächtig? Also der Herzog von Nitra ist auf jeden Fall mächtig. Der möchte ja auch gegen uns revoltieren. Der hat nämlich 20.000. Da kommen die anderen, glaube ich, alle nicht so richtig ran. Außer Temes. Und die möchte auch nicht revoltieren. Ist aber nicht so fähig. Die würde das nicht lange halten können, fürchte ich. Außerdem ist sie nicht von unserer Dynastie. Das ist ja so ein bisschen so der inoffizielle. Das Inoffizielle, was ich immer gerne einhalten möchte, dass es halt unsere Dynastie ist, aber hier ist sie eigentlich die einzige, die sich da anbieten würde. Wenn ich ihr diesen Titel vergeben würde, das Königreich Ungarn. Hier. Hätte sie auf jeden Fall eine Wahnsinnsmeinung von mir. Und die ganzen Vasallen, die hier mit drin sind, die würden ja dann ihr unterstehen. Das heißt, sie können mich nicht mehr angreifen. Ich glaube, ich mache das. So. Raab möchte sich hier irgendwie nicht anschließen. Woran liegt das? Ja, weil sie eine Grafschaft hier außerhalb haben, nämlich Wien. Aber den möchte ich ihr schon übergeben. Werden ihr diesen Vasallen noch mitgeben. So. Damit ist Ungarn schon mal erledigt. So, und die Fraktion ist eine ganze Ecke schwächer geworden, weil sie nämlich jetzt weniger Leute hier drin haben. Wenn Ungarn schon mal nicht dabei ist, dann ist das schon viel wert für mich. Eine weitere Sache wäre Bayern. Istrien bringt natürlich nicht viel, Kärnten bringt 6.900. Das Problem an Bayern ist, dass es uns nicht so viel hilft. Weil nämlich diese ganzen Leute, die hier drin sind, die haben auch überall anders noch irgendwelche Grafschaften. Und das könnte noch zum Problem werden, wenn ich das jetzt so vergeben würde. Puh. Fast 140%. Und kaum eine Möglichkeit, das irgendwie zu verbessern.
Also ihr habt ja gesehen, ich habe vielleicht ein gutes halbes Jahr, in der Zeit kriege ich das ja nicht hin, hier einen Beeinflussungskomplott zu beenden. Und leider ist jetzt auch kein Event dazwischen gekommen, das mir hätte helfen können. Festmahl kann ich nicht machen. Ja, wartet mal. Sie ist jetzt auch nicht so begabt in Diplomatie, das hilft mir also auch nicht. Sonst hätte ich gesagt, man hätte noch sie auf Herrscherhilfen setzen können. Wir haben sehr viele Gefangene, sehe ich gerade. Ich glaube, wir werden mal alle, die hier drin sind, na, außer ihn von Leibniz, den werden wir mal noch drin lassen. Alle anderen können wir freilassen. Und da wäre jetzt ein Festmahl in Syrte. Die hat aber schon eine gute Meinung von mir. Das legen wir mal ab. So. Tja. %145. Oh mein Gott, Leute. Könnte das jetzt so kurz vor Ende des Spiels noch den großen Zusammenbruch des Reiches bringen? Wer weiß. Wir werden es wahrscheinlich erst beim, ja, was heißt wahrscheinlich? Wir werden es erst in einer Woche erleben, denn hier endet diese Staffel tatsächlich. Also einen besseren Cliffhanger hätte ich mir nicht überlegen können. Das wird echt hart. Wenn mir jetzt nicht in der einen Woche einfällt, wie ich diese Fraktion noch abwenden kann, dann wird das echt krass, was da auf uns zukommt. Bis dann, macht's gut, eure Miri.